ein Hügel sein, das als Berg gilt? Das ist ein Extreme Mountains Biom, weißt du? Extreme Berge sind das. Ja, aber schau mal hier. Schau hier. Ich sei hier. Schau mal, komm mal her. Du schaffst es. So. Berg. Vor allem der Berg geht ja bis zur Bucht, weißt du? Aha. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht gibt also es hier nochmal... Oh, da ist noch eine Höhle. Aha. Ja, sieht spannend aus hier. Cool. Hey, da ist ein Eingang. In war zu was? Oh. Ein Eingang zu unserer U-Bahn. Teil 2. Wir könnten einfach so eine U-Bahn-Session machen. Willkommen zur U-Bahn-Session. Klar. Na, kann man's machen. 80 Folgen U-Bahn-Styling. Vor allem, wir müssen ja dann noch die U-Bahn schon auskleiden, die Seiden. Diamanten, Gold, alles. Cool. Oh je. Oh, sieht nett aus hier. Bleib am Berg. Ich bin am Berg. Hier ist so Wald. Und wunderschöne Musik. Ja, wir müssen ein bisschen näher am Berg ran. Der Wald verdeckt gerade die Sicht. Schau mal, wie cool. Boah, wenn man hier steht oder hier ein Haus baut oder sonst irgendwas. Man du weißt schon, so hier gut. Ist der Tempel übrigens, den du immer gesagt hast. Ja. Der Kreis. Unser Kreistümpel, unser Freund. Was könnte man da reinmachen? Delfine. Ja. Tiere gefangen nehmen. Aber sieh dir doch das Ding an mal. Yeah. Ist es nicht majestätisch? Natürlich. Wunderschön. Komm, wir gehen mal ein bisschen weiter rein. Okay. Aber soll man eine Sache nicht machen? Und zwar, wenn wir jetzt zum Tümpel laufen würden, gell? Hm? Soll man dann nicht so weit zum Tümpel hinlaufen? Also nicht weiter weg vom Tümpel? Weil ich will ja nichts sagen, aber in der 1.13 kommt was und da hätten wir das nicht in der Nähe. Im Wasser. Leichte kleine Sachen. Ja, aber meinst du der Sumpf, meinst du? Nee, nicht der. Na, was für ein Sumpf? Nein, ich meine im Wasser. 1.13. Kommt du meinst doch was. Das Meer, das Meer wäre nicht so schnell so viel generieren lassen, oder was? Oh, hier ist die andere Seite wieder. Hier, Nullpunkt. Hier ist das Dorf. Oh. Irgendwo. Nee, ja, rechts. Hier, schau doch da. Da drüben über dem Berg ist das Dorf. In diesem Eichenwald. Hier nicht. So schnell kann sie die Zunge gar nicht bewegen. Valentin? Ja? Schau mal. Ausblick. Mit Zombies. Bis hier. Komm mal hier rein. Komm. Wo bist du? Da. Komm mal. Willkommen in meiner Gastronomie. Hätten Sie gerne einen Platz am Fenster? Und da hinten sind wir reingelaufen. Wo? Ja, aber hier kommt man auch noch raus. Und da kommt man auch noch, also... Ist schon nett. Stopp. Das war knapp. Halleluja. Boah, Valentin. Gott. Das war ein Millimeter. Das war ein Millimeter. Wäre ich ein Millimeter? Millimeter. Und hier haben wir doch unser Aussichtshaus da hinten. Posit, stell dir mal vor, wir würden hier unser Aussichtshaus bauen. Ja, wir könnten mehrere machen. Ja, dann bauen wir hier noch so einen Leuchtturm. So und dann mit Brücken alles verbinden, klar, oder? Oh, eine fette Brücke. Na, so ein paar Mini-Hängebrücken halt. Achso, ich habe jetzt gedacht, so eine fette Steinbrücke. Okay, aber wenn ich, wäre ich einen Mikromillimeter falsch gesprungen, wäre ich nach unten gefallen. Okay, dann hätte ich aufkratzen müssen, oder? Ja.
Wenn ich jetzt hier runterfall, dann kündige ich. So, bist du eigentlich? Soll ich dich aufkratzen? Nee, lieber geh lieber bitte mal vom Server kurz mal. Ich möchte mal auch Tag machen kurz. Okay, ich gehe mal kurz runter. Huh, coole Action hier. So, jetzt muss ich die Stelle finden, wo ich rund abgestürzt bin. Ja, das ist sehr leicht. Ja, leicht, ist relativ immer, weißt du? Natürlich, ja. Wie man sieht, wie man es sieht. Ich trinke mal wieder ganz kurz heimlich etwas. Ja. Da, ba, 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 bam, bam, bam. So, ich weiß nicht, wo mein Todespunkt jetzt war, aber ich vermute irgendwo da hinten. Ja, da ist jetzt mein Todespunkt, da sehe ich die XP-Punkte aufleuchten. Wie schön, einfach nur schön. So, neu orientieren. Da ist. Okay, hier lang. Oder nee, hier. Da ist unser Haus. Was bist du da runtergefallen? Ich da? Wo bist du überhaupt? Ich bin über dir, auf dem Berg. Ah, ja. Wie kann man da einen Schritt zu weit gegangen und dann einen Schritt weiter und war ins Pfannkuchen. Ja, gut. Ich schaue kurz, dass ich hier ohne Pfannkuchen runterkomme. Der Berg ist aber sehr vielversprechend, oder? Ja, der ist gut. So, da werde ich dann als letzte Folge machen. Wir brauchen Erde, Berg weg. Dann machen wir den ganzen Berg weg. So, hier kommt man gut runter. Nein. Fast in die Lava gefallen. Yeah, hallo Huhn. So, ich bin wieder unten. Oh, lalala. So, was wollen wir eigentlich noch in der Aufnahme machen? Denn irgendwie bin ich gerade. Hier ist sogar noch ein Durchgang. Ja, wir sind wieder raus. Wir wollten ja eigentlich drüben das Feld bauen. Haben die U-Bahn angefangen. Da haben wir auf einmal angefangen, hier zu erkunden. Schon wieder einen Faden verloren. Ja. Okay, ja. Ja, gut. Wie lange nimmst du schon auf? Ne, 2 Stunden 10. Wir können gleich beenden. Ja, gut. Denn irgendwie habe ich das Gefühl, immer um die gleiche Zeit geht der Fluss raus, oder? Ja. Ja, aber ist gut. Oh, Valentin? Ja? Komm mal kurz zu unserem Feld. Es ist komplett fertig. Fast. Ich weiß, ich war da unten vorbeigeflogen. Ah. Ich mehr. Aber lass uns doch wachsen. Lass uns doch wachsen. Ja, dann lass uns wachsen, ja. Solange wir noch genug haben. Mich interessiert es wirklich, wie es im Game und 3 ist, unser Tunnel aussieht. Wunderschön. Ach, ist das schön. So, das hier kommt weg. Kann man die eigentlich auch so essen, die... was auch immer das sind, ich hab's vergessen. Die... Rote Beete, meinst du? Ja. Oder nur mit Zubbel, weiß ich nicht. Kartoffeln sind auch fertig.
wie schön. Um Essen uns, was? Um Essen müssen wir uns nicht mehr beklagen. Yep. Ganz genau. Oh. So. Oh, wie schön. Ich hab gerade gedacht, ich sehe dein Namensschild, aber es war nur so ein schwarzes Stück von der Rinde. Ah, wie schön. Ja, wo bist du jetzt eigentlich? Hol gerade das Eisen aus dem Ofen dahin ab, aus der Stahlsektion. Jetzt laufe ich durch das Tunnelsystem zurück. Ah, okay, gut. So, falls die Kisten ja auch voll sein sollten, irgendwann, ich habe oben nochmal zwei hingestellt aufs Dach. Ja. Warum? Warum was? Irgendwie liegt hier Essen drin. In der Truhe. Ich habe gedacht, wir machen alles unten rein. So, ich laufe kurz runter zum Feld. Oh, ist aber schön, wenn man alles so ein bisschen klein hat. Nicht so übertrieben verwinkelt. Groß, meinst du? Ja. Ach, wie schön. Bambus. Ich ernte mal kurz wieder Bambus. Ich weiß nicht, man sagt irgendwie Bambus, aber die sollen es zu Bambus ändern. Warum denn? Bitte schön Zuckerrohr. Weil man daraus Zucker herstellt. Ja, aber warum? Das hat doch gar keinen Sinn. Bambus ist viel schöner und besser. Auch nicht so verwirrend. Verwirrend. Zwei, drei. Vier, fünf. Schau mal. Wir haben hier bald alles voller Zuckerrohr. Schau mal hier. Bald alles voller Zuckerrohr. So ein ganzer See. Wo rennst du rum? Oh Gott, Hilfe! Rette mich aus! Nein! So, das erstmal. Ah, immer nicht schön. Angriff! Wollen wir mal kurz hoch zur Aussichtsplattform? Ja. Werden denn? Denn da haben wir eigentlich auch noch einiges vorgehabt. Mhm. Sieht lustig aus. Ich renne hier weg und ein weißer Punkt folgt mir. Oh Gott, wie das geile Treppenhaus. Yeah, Party. Vielleicht könnte ich durch das neue Aquatic-Update ein bisschen. Oh Gott, ist hier wirklich überall Glas? Ja. Mir doch, da wird mir sonst auch schlecht. Okay, hier und da muss noch ein paar Slabs gesetzt werden, aber okay. Um den Übergang hinzubekommen. Na, hab so. Doch, ich hab Slabs dabei. Hier kommen ein paar Slabs hinein. Guten Tag. Dann kommt da noch ein paar Slabs hin. Eine Frage: Warum hast du hier eigentlich Cobblestone hingemacht? Ich hab gedacht, wir wollen hier Cleanstone machen. Ja, das ist erstmal provisorisch hin. Ich habe ja gesagt, das Cobblestone setzen wir durch Cleanstone. Ach so, haben wir schon Cleanstone gemacht? Gebraten? Ich glaube schon, oder? Ich denke, du wolltest irgendwann doch die ganze Zeit was machen. Könnte sein, dass ich vergessen habe. Wie immer. Ja. So. Komm, wir gehen. Komm, folgen wir kurz mal ganz nach oben. So, ich glaube, es gibt auch demnächst Essen. Sollen wir dann noch kurz besprechen, wie wir das hier machen und dann Folge beenden, oder? Ja, guck mal hinten, da sieht man das eine Häuschen dann schon. Man sieht die Schneise, sehr gut.
Ja, man sieht die, ich habe jetzt die Dings nicht so hoch gemacht, weil sonst. Weiß ich nicht, irgendwie liegt es an der Welt. Puh, aber es sieht gut aus hier eigentlich. Ja, also mir gefällt's. Wenn man hier so ein bisschen erforscht hat und so, dann ist die Gegend irgendwie so. Wie sagt man dazu so? Schön. Ja, so ja, vertraut. Ja. Vertraut, ja. So. Du siehst aus wie ein Steck, wie so eine Hexe. Nix. Ups. So, jetzt. Hallo? Bei mir wird es... Hä? Oh, nein! Was bin ich hier drüben? Blödfett! Ich komme! Ich sammle meine Sachen ein. Wenn du die einsammelst, muss ich alles wieder sortieren! Was? Warum bist du rausgekommen? Das weiß ich nicht. Ich bin gerade irgendwie... Stand gerade... Bestimmt komme ich jetzt nicht mehr drauf. Landschaft wird geladen. Oh, ich bin... Was? Keine Ahnung, hat irgendwie... Keine Ahnung. Die Uhr tickt? Ja, die Uhr tickt. Das sehe ich sogar daneben. Ja, die Aufnahme tickt auch. Komm, deine Einheiten sind bald weg, alle. Beeil dich. Ich bin unterwegs. Warte. Halleluja. Tja, und genau aus diesem Grund habe ich bei mir auf meinem Server PvP ausgemacht. Auch wegen den Mods, wegen dem Prismarinschrott. Weil die haben Pfannen hergestellt, die können einen mit einem Schlag wegbrezeln. Ah ja. Halleluja. Entschuldigung, fürs Runterschmeißen. Hä? Was? Wenn du jetzt kommst und mich hier... Teleportierst? Au, ein Herz. Wow. Das tat weh. Oh, ich höre einen Zombie. Ich hoffe, hier liegt nichts mehr von mir. Ich hoffe, alles aufgesammelt. So, ich laufe zurück zum Haus. Hallo, Schaf. Es lebt noch. Das Schaf. War schneller als ich? Nein. Eine Frage, hatte ich eigentlich die ganze Zeit Rüstung an? Ja. Oh. Warum du kannst nicht schlafen beim Monster in der Nähe sind. Und wo ist mein Schwert hin? Warum habe ich zwei Äxte? Ich denke, ich habe sie einmal hinzugeworfen, oder? Ein Schwert. Ich habe eine Spitzhacke. Toll, ich habe nicht genug... Ich geschlafen. Nicht genug Eisen. Alles so blöd. Toll, komm her, Zombie! Ne. So. Oh, es lebt noch. Oh, ja, sammel halt die XP auf. Gehen wir schlafen. Moment. Der steht direkt vor der Tür. So. Lass die Tür nicht offen. Sag's dir. Jetzt geh mal schlafen.
Oh, da kommt schon wieder ein Zombie. Was wollen die denn alle? Die wollen keine Versicherung. Komisch, dass keine Creeper kommen. Eigentlich sind die dafür zuständig. Ja. Okay, gut. Was sollen wir jetzt machen? Beenden und so? Ja. Okay, gut. Dann beenden wir jetzt wieder die kleine Aufnahmesession. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge, in der nächsten Aufnahmesession bei Valentin auf seinem Kanal wieder. Schaut bei Valentin nach. Geht auf seinen Kanal. Und ja, wenn ihr es einfach verfolgen wollt, dann schaut bei ihm nach. Da gibt es die nächsten wunderschönen Folgen. Das wird wieder spannend. Warte, ich mache mal kurz hier letzter Todespunkt. Mal eben mal löschen. Das ist mein Mann. Gut. Also dann, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von FMT 2. Ja gut, jo. Dann. Einfach tschüss. Ciao. Tschüss. Einfach bis zur nächsten Folge. Ciao.